Auf ihrem Weg nach Norden warten auf Lilly und Sam Tiere, mit denen sie sich ihre Nahrung teilen müssen. Unter anderem Rotluchse, Berglöwen und Bären. Doch am gefährlichsten ist die Texas-Klapperschlange, deren Gift die Blutzellen ihrer Opfer angreift und zerstört. Klapperschlangen sind für die meisten Schlangenbissen im Südwesten der USA verantwortlich. Mehr als 10 Menschen pro Jahr sterben daran. Ich hoffe, wir finden Wasser. Ja, es ist unerträglich. Mein Speichel wird schon zu Schaum. Moment mal, es geht leicht bergab. Und Wasser fließt abwärts. Ja. Wir müssen es nur noch finden. Schau mal. Awesome. Sieht nach Leben aus. Wir könnten Glück haben. Ja. Wir sind zu diesem atemberaubend schönen Canyon gelangt und standen oben auf einem Felsen. Wir ließen unseren Blick in die unendliche Weite schweifen. Und mitten im Meer aus Gras sahen wir eine Oase voller Leben, Wasser und Hoffnung. Sollen wir die Felsen als Treppe nutzen, um runterzuklettern? Auf jeden Fall. Ein Klappern. Was ist das? Wir wissen beide, was das ist. Ein alarmierendes Geräusch. Denn es kann nur eine Klapperschlange sein. Eins der gefährlichsten Tiere Nordamerikas. Soll ich vorgehen? Ja, bitte. Sonst mache ich mir in die Hose. Dabei habe ich gar keine Angst. Wollte ich gerade sagen. Die ist riesig. Ein Monster. Ich drehe durch. Ich habe große Angst vor Schlangen. Gehen wir langsam und vorsichtig. Sie kann Vibrationen im Boden spüren. Wäre ein schönes Mal. Wir brauchen einen Ast. Der da sieht gut aus. Ja, brich ihn ab. So eine Gelegenheit lassen wir uns nicht entgehen. Das ist richtig viel Nahrung und gibt uns Kraft für die ersten 3 Tage. Sie ist bestimmt über 1 Meter lang. Das heißt, dass sie mindestens genauso weit vorschnellen kann. Sie rollt sich zusammen. Komm zurück. Schön. Das Maul der Schlange ist so groß wie meine Hand. Mit Zähnen so lang wie meine Finger. Ich schleiche mich von hinten an und drücke sie zu Boden. Der Fels schützt mich. Und dann, wenn es sicher ist, bist du dran. Drück ihr so fest wie möglich auf den Hals und brich ihr die Wirbelsäule. Wir schaffen das. Ganz langsam. Sie wird deine Vibrationen durch die Felsen spüren. Du musst dich also ganz vorsichtig nähern. Ich werde sie ablenken. Ich denke, ein 45-Grad-Winkel wäre gut. Du schaffst es, so fest du kannst. Los! Nochmal! Ich versuch's von hier. Ich glaube, du hast sie. Drück ihren Kopf runter, so fest du kannst. Gib alles! Bring sie um! Das Messer schneidet durch die Schlange. Ihr Kopf ist ab und wir spüren den Adrenalinrausch in unserem Blut. Du bist eine Heldin. Wie mutig du warst. Schlag ein. Unglaublich. Wir haben was erlegt. Das ist gut für den Teamgeist. Okay. Jetzt sind wir echte Krieger. Unsere erste Beute. Die erste von vielen. Ich bin Lilly sehr dankbar für ihren Mut. Wir haben uns in einer gefährlichen Situation gegenseitig am Leben gehalten. Unser Abendessen. Aber hallo. Schau mal. Zum Glück.
Oh my God, this is great. Endlich sind wir unten im Canyon. Jetzt haben wir was zu essen und Wasser. Sieht nach Überschwemmung aus. Wir brauchen einen höher gelegenen Platz, der trotzdem nah am Wasser ist. Klingt gut. Endlich haben wir Wasser im Canyon gefunden. Aber wir brauchen eine höher gelegene Stelle für unser Lager. Das sieht gut aus. Die Büsche hier schützen uns vorm Wind. Und vielleicht können wir diesen Baum nutzen, um für heute Nacht ein Schrägdach zu bauen. Ich glaube, wir sollten uns um die Schlange kümmern. Wir müssen ihr schnell die Haut abziehen. Wenn sie kalt ist, geht das nicht mehr so leicht. Das wusste ich nicht. Häuten wir sie schnell. In Großbritannien habe ich noch nie eine Schlange gehäutet. Das macht man dort selten. Es ist also neu für mich. Im Fernsehen sieht's leichter aus. Jetzt! Was für ein fettes Viech. Komm schon. Die Eingeweide explodierten förmlich. Natürlich in meine Richtung. Oh, dude! Oh mein Gott! Ich habe Schlangenexkremente in den Augen, auf meiner Brust, in meinem Gesicht und überall auf meinem Körper. Ich hab's im Auge. Nur ein bisschen. Macht nichts. Ich hab noch eins. Ich geh mal rüber und wasch mir den Dreck vom Körper. Das war Schlangenkacke. Ich fasse es nicht, dass das wirklich passiert ist. Unglaublich. I can't believe it. Echt witzig. Fällen wir den Baum. Hier sollte die Feuerstelle sein. Dort drüben liegt Holz, das perfekt geeignet ist. Damit können wir ein schräges Dach bauen, um den Wind abzuhalten. Mach ich. Ich möchte ein Schrägdach bauen. Am besten aus Kiefern und Wacholder, damit es winddicht wird. Ich brauche Wasser. Ich sammle trockenes Gras. Das ist wichtig für das Feuer. Ist das hoch genug? Ja. Wir müssen uns bald um Wasser kümmern. Ich mache Feuer. Das ging schnell. Du bist die Beste. Unglaublich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin erleichtert.